Und es ist wieder Zeit für ein bisschen Chess Royale. La 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 la. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einer letzten Runde Chess Royale. Wir hauen uns wieder. Hund gegen 100 andere Mitspieler im Auto-Chess. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es ausgehen wird, wie es sein wird. Wir sind im Rang Offizier und kämpfen weiter. So. Ah, man kriegt jetzt Boni. Okay. Neue Figuren, neue Charaktere. Gibt es mal Schulen dabei? Wenn man was erreicht? Ach, der gefällt mir. Aber braucht man so ewig Punkte. Aber mal so schließen, was gibt es hier noch? Ah, auch bei den Zaubern haben sie ein bisschen was dazu getan. Aber gehen wir in den ersten Kampf hinein. Gucken uns das mal an. Mana Mana. Ist das ein neues Hunter? Nein, ich glaube ein altes, aber... Und wir haben auch schon den ersten... Mal gucken, was wir zusammenbringen. Also wir haben genau... So. Euch zwei mal nebeneinander. Shop. Ja, das ist wirklich was. Also, kam mir mal die Punkte aus. Ich glaube, ich werde mich umsetzen das nächste Mal, wenn ich das spiele. Oh, eine Niederlage, aber es verliert nichts. Sondern ist einfach nur halt eine Startrunde. Aber sie das grafisch verbessern, das ist immer sehr leicht. So. Ja. Gerade nicht wirklich etwas Dicht-Druiden kann ich reinnehmen. Aber dann würde ich hier mal gucken, was ich sonst noch zusammenkriege. So. Und in den Shop und eins weiter. Weiß ich nicht. Haben wir schon im Level 2 drin? Ja, das war ein Sieg. Also wir haben ihn auf jeden Fall gut Punkte abgenommen. Weiter geht's. Hier ist nichts, was ich brauche. Doch, die kann ich jetzt brauchen. Die nehme ich auch mal rein. Dann werde ich mal und nochmal in den Shop. Gut, also.
Dann machen wir so. Aber auch hier nichts Neues nachgebracht. Na mal gucken. Schauen auch bei uns hier mal ganz gut aus. Haben also mal einen ganz guten Run jetzt mal. Auch mir mal ein gut gespielt. Jetzt haben wir schon zwei, eigentlich kann ich den zweiten Zwerg auch mal reinholen. So. Jetzt haben wir schon eine 5er Armee. Und der hat aber auch schon auf. Der hat auch ziemlich Auftrieb gehabt. Und die ersten 99 Spieler sind darüber. Auch hier haben wir wieder einen Sieg erreicht. Aber es wird jetzt härter langsam. Jetzt fangen die ersten an. Jetzt fangen die ersten an auszuscheiden. Dazu. Also einen Drachen nehme ich immer ganz gerne mal rein. So. Der hat aber die Schlacht begonnen. Das für mich. Und meine erste Niederlage. Macht aber nichts. Bin immer noch lebendig. Und so, wir haben hier. Können wir mal so ein bisschen aufbauen hier und werden noch hier zwei reinhauen, sodass wir hier noch quasi sowohl den Drachen als auch noch die Dinge hineinhauen und vielleicht können wir den ersten rausnehmen. Richtiger Sieg. 50 Spieler übrig. Top 50. Danke fürs gute Spiel. Vielen Dank. Runde 7. Dann werden wir hier noch zwei hineinhauen. Und warten wir mal ab, was uns dann noch so erwartet.
Auch das wäre jetzt ziemlich heftig. Der könnte auch ziemlich heftig werden, ja. Er hat uns aufgemischt. Richtig, aber richtig aufgemischt. Und uns auf ein Level runter, auf ein Leben runter. Ein Leben runter reduziert. Gut. Nummer 2 hochgelevelt. Auch hier haben wir schon einen. Der ist doch Stufe 2, der könnte uns jetzt niedermähen. Ein Dreier ist sogar schon drin. Frage ist, hat er sich auf den Dreier komplett konzentriert? Ja. Wir sind draußen aus der ersten Runde. Rang 29 aber. Das heißt, wir verlieren aber keinen Rang. Das ist nett. Wir verlieren keinen Rang dadurch. Wir kriegen sogar noch Punkte. Wir sind auf gut Deutsch und beenden. Also wir sind noch im Offizier-Rang drinnen. Ob wir uns heute mal das nächste schon verdienen? Hallo an alle. Nächste Runde. Ja, wir haben genau nicht wirklich etwas, was verbindet. Machen wir wieder. So machen wir so. Einmal so und einmal so. Ging leider nicht anders. Ist auch ein sehr glücksbasiertes Spiel, also. So, ab jetzt gilt's. So, ab jetzt. So, erstmal. Nächster Shop. Ich guck hier noch rein. So. Dann kann man noch was reinnehmen, was jetzt noch Sinn macht. Nein, aber dich kannst du noch holen. So ein zweites Standbein ist manchmal nicht schlecht. Oh, nett. So.
Das war ein gutes Spiel von mir. Wie kommt das so? Ah, genau den möchte ich auch haben. Den möchte ich auch haben. Das ist einer, der schon ein bisschen weiter gespielt hat. So. Dich hole ich hinzu. Und für den Shop. Und der hat mich natürlich, der hat mich jetzt gemäht. Der hat mich jetzt gemäht. So. Ist ein Ritterhelm. So, der ist erstmal so. Damit können wir mal. Der ist schön. Auf geht's. So. Mal gucken, wie das läuft jetzt. Mit den ersten Stufe 2. Mit der ersten Stufe 2 Figur. Noch 99 über. Und er hat aufgegeben. Er hat gelieft. Wow. Wow, wow, wow. Da ging es gerade echt ab. Also entweder haben jetzt viele, viele gelieft. Ja, die sagen wohl nur zu. So. Auch wenn er jetzt nicht so ganz reinpasst, den möchte ich doch dazu holen. Oh Gott. Wenn, dass wir gewinnen. Nein! Knapp verloren! Knapp! Sehr knapp verloren! Auf jeden Fall ein gutes Game. Drachen dazu. Top 50 kriegen wir ja keine Punkte ab, zuck daher. Ja, ich glaube, den kriegen wir. Noch 50 Spieler über. Ja, den haben wir bekommen. Mit der Kopfgeldprämie. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt einen aus dem Spiel genommen.
Aber es sind doch einige, die nicht noch, die da noch drei haben, also. So, Shop, den Drachen möchte ich haben. Und hier nochmal ein bisschen Geld ausgeben für. So. Ich glaube aber, nein, die haben wir ja rausgenommen. Aber die wird ziemlich heftig. Die wird mich jetzt aus dem Weg. Ja, die wird mich jetzt rausnehmen. Neununddreißig, wir waren schon mal schlechter. Aber wir haben zumindest noch unter die 50 gekämpft. Das bedeutet, wir nähern uns langsam aber sicher den neuen Rang. Hallo meine lieben Freunde, das war's von Might and Magic Chess Royale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo, einem Daumen rauf und mit dem Aktivieren der Glocke. Hier unten in der Videobeschreibung der Link zu meinem Link, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play, der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Hier oben bemerkt ist der Link zum lieben Link, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play. Also hier oben ist natürlich mein Abo-Knopf. Hier sind noch zwei Videos von den letzten, was ich hochgeladen habe, und natürlich von dem, was der YouTube-Algorithmus für euch herausgesucht hat. Und ich verbleibe, also euer Gaming Dragon mit dem heißen Foreo für diesen Part. Baba und ciao.